Wir sind jetzt hier mit Mediakraft, ein neues Videonetzwerk. Bei mir ist Spartakus Olsen und Christoph Krachten. Herr Olsen, sagen Sie mir erstmal, machen Sie jetzt YouTube-Kanäle salonfähig? Ich würde sagen, dass wir nehmen YouTube-Kanäle, das auf dem Weg zum Salonsfähigkeit längst sind, manche schon auch angekommen, und helfen dem, noch einen Schritt weiter zu kommen. Das heißt, wir geben dem Ressourcen, wir stellen Know-how zur Verfügung, um dem in die nächste Stufe zu bringen, sodass die aus dem professionellen in ein sehr professionellen Niveau kommen. Und das ist... Diese Kanäle sind nur YouTube-Kanäle, die Sie vermarkten? Die sind in YouTube, die haben auf YouTube ihren Wachstum gekriegt und da haben die ein Publikum gefunden. Das sind Kanäle, das alle regelmäßige Formate, das auch erkennbar sind als Formate und eine professionelle Art haben, das auch mit Publikum in die Millionenhöhe gehen. Insgesamt haben wir 1,2 Milliarden Video-Views pro Jahr, also 100 Millionen pro Monat, und das auf ungefähr 12 bis 13 Kanäle, und das ist Kanäle, das von jugendlich orientierter Unterhaltung bis zum Musikvideos bei Contour Records oder Movie News bei Movie Maniacs heißen die. Da wollte ich gerade Herrn Krachten auch genau fragen, was denn das jetzt für Kanäle sind? Ja, YouTube hat sich ja gewandelt in den letzten Jahren. Viele denken immer noch bei YouTube an User-Generated Content. Das hat sich aber komplett gedreht, dadurch, dass YouTube vor ein paar Jahren die Partnerkanäle eingeführt hat. Das heißt, dass man den Kanälen ermöglicht hat, an den Werbeeinnahmen mitzuverdienen. Seitdem gibt es da Pre-Rolls, Bannerwerbung und so weiter und so fort. Und das hat zu einer Professionalisierung geführt. Das heißt, da haben sich jetzt Kanäle rauskristallisiert von Gurus eben, von Comedy-Leuten, von allem Möglichen. Und die sind professionell. Die machen diese Videos in ihrer Machart, wirken sie noch sehr ursprünglich, aber das, was sie machen, machen sie extrem professionell. Die haben ein Community-Management, da kann sich mancher Verlag oder Sender eine Scheibe von abschneiden, da staunt man. Und diese professionellen Kanäle, die fassen wir jetzt zusammen. Aber was sind das für Zuschauer? Wer schaut diese Kanäle? Können Sie ein Beispiel geben? Ja, nein, also... Ich will gar nicht vom Beispiel anfangen, ich will einfach sagen, da ist eine ganze Zuschauergruppe, weil das sind keine besonderen Zuschauer, sondern das ist eine Generation. Und ich sag mal, das geht von 13 bis 30 und im unteren Bereich gucken die gar kein Fernsehen mehr und im oberen Bereich gucken die noch wenig Fernsehen. Und diese Leute, die gucken alle YouTube und die gucken halt, da gibt es Leute, die gucken gerne Gurus. Das heißt, das sind Leute, die setzen sich vor ihre Webcam und geben Pflegetipps oder Schminktipps oder auch Tipps für den Alltag, wie gehe ich mit meinem Taschengeld um. Und das ist so ein Beispiel. Aber unabhängig von diesen Beispielen, von diesen Inhalten, ist da einfach mal eine komplette Zielgruppe, die nicht mehr Fernsehen guckt, sondern die auf, und das ist auch der Unterschied, die ist auf YouTube, die ist auch nicht woanders, die ist auf YouTube. YouTube ist ja auch ein Social Network und da geht es ja auch um Glaubwürdigkeit. Und da ist das mit der Werbung immer so eine Sache. Wie lösen Sie dieses Problem auf? Oder ist das einfach nur auch Pre-Roll-Vermarktung? Nein, das, man muss immer sehen, das ist wie im normalen Fernsehen auch. Die Glaubwürdigkeit kommt daher, dass ich Programm und Werbung trenne. Wir haben zum Beispiel eine neue Werbeform eingeführt, in Videowerbung. Da ist im redaktionellen Teil Werbung, aber die ist halt getrennt. Das heißt, ich mache deutlich, da ist Werbung. Wie die Bandenwerbung im Fußballstadion. Da würde man auch nicht sagen, oh, da ist Programm und Werbung nicht getrennt. Es ist natürlich getrennt. Und wenn ich klar mache, das ist Werbung und das ist mein redaktioneller Inhalt, dann ist das okay. Wenn man das nicht tun würde, dann wäre das ein Problem. Aber wenn man das beachtet, wie bei einem Fernsehsender auch, ist das ganz famos. Allerdings, im Web haben wir natürlich die Pre-Rolls. Das wird nicht so gerne gesehen. Deswegen machen wir zum Beispiel In-Video-Werbung lieber. Aber die Pre-Rolls haben auch ihre Berechtigung. Was wissen wir denn über diese integrierte Werbung? Gibt es da von der Werbewirksamkeit irgendeine Studie von irgendeiner Hochschule? Ich habe da gehört, Hamburger Hochschule hat da eine Studie gemacht. Ja, das ist richtig. Also wir haben die Uni Hamburg, zusammen mit der Uni Hamburg haben wir eine Studie gemacht, wo wir die integrierte Videowerbung mit Pre-Rolls verglichen haben. Und was wir gesehen haben, das ist, dass die integrierte Videowerbung auf einer Seite ein höheres Akzeptanzniveau hat, aber nicht nur höhere Akzeptanz, sondern auch eine höhere Werbewirkung. Fast zweimal so viel sogar.
Und der erhöht auch den Kaufbereitschaft mit einer zweistelligen Prozentbetrag, weit über 50%. Ich habe das nicht ganz im Kopf. Aber das ist, das heißt letztendlich, dass die integrierte Videowerbung ist eine Werbeform, das für unsere Formate und für alle Formate im Online sehr gut angepasst ist, weil der neben dem Inhalt ausgestrahlt wird. Das heißt, der hat keinen Störfaktor bei der Zuschauer und der bringt auch ein positives Gefühl rüber, das dann auf die Marke rüberkommt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist essentiell. Vermarkten Sie das auch so nach Themen-Channels? Ich sage jetzt mal, wie man es klassisch kennt, Automotive? Wir gehen auf Zielgruppen rein. Also wir haben natürlich, weil unsere Hauptzielgruppe ist 16 bis 29. Das ist sozusagen die starke Teil unserer Zielgruppe. Aber wir haben auch frauenaffine und männeraffine Programme. Wir wollen keine Spartenfernseher sein und wir sind auch keine Spartenfernseher. Deswegen eher so zielgruppenorientiert als themenorientiert. Wie kann denn der Advertiser bei Ihnen einbuchen? Wie wird vor allem abgerechnet? Ist es nach TKP? Also wir haben eigentlich zwei Werbecluster. Eines ist die integrierte Videowerbung und der andere ist die klassische Display-Ads, Pre-Rolls und alles, was da drumherum ist. Das wird alles auf TKP-Basis abgerechnet. Wir wollen wir setzen eine harte Währung durch, dass wir rechnen auf Unique Video Views ab. Das heißt, die härteste Währung, was man sich vorstellen kann, weil wir, das ist wichtig zu verstehen, dass hier ist ähnlicher wie Fernsehen als dem Rest der Online-Bereich. Weil wir reden hier über tatsächliche Zuschauer. Wir wissen auch, dass 70% von unseren Views sind auch von Unique Users. Und das muss man auch wahrnehmen und das setzen wir auch in den Preisstruktur. Das ist aber das Reporting, kommt das dann aus Ihrem Netzwerk oder kommt das von YouTube? Gemischt. Wir haben Möglichkeiten mit so Tracking auf begrenztem Niveau. Also das ist relativ technisch komplex, so wie YouTube das zulässt, was wir machen können, aber in unterschiedlichem Grad. Aber durch YouTube haben wir natürlicherweise hervorragende Reporting-Tools. Wir können eigentlich alles rauskristallisieren, was man so wissen braucht. Unique Views, regionale Verteilung mit unterschiedlicher Granularität natürlicherweise, aber eigentlich ist es eine vollständige Reporting-Tool, das wir durch YouTube Insights haben. Herr Krachten, Sie sind ja also auch selbst Filmemacher letztlich. Wie entscheiden Sie denn jetzt, welche Kanäle dort in das Netzwerk jetzt eingebunden werden? Ja, wir gucken natürlich nach der Professionalität und da gucken wir einfach, wer hat ein professionelles, wer geht es professionell an, wer hat eine Idee dahinter, wer hat Format, Kompetenz, würde ich mal sagen, und danach entscheiden wir und wer ist halt auch schon stark dabei oder wer hat auch das Potenzial, stark dabei zu sein. Das Gute an dem Netzwerk ist ja auch, wir können das testen, wir sind ja nicht wie ein Fernsehsender. Der Fernsehsender hat ja das große Problem, er hat ein lineares Programm. Das heißt, wenn ich da ein Format drin habe, wo die Zuschauer nicht einschalten, dann habe ich für alle Formate dahinter ein Problem. Das haben wir nicht. Wir können nach Lust und Laune mal rumprobieren und das werden wir auch machen. Und das ist das Fantastische an diesem neuen Netzwerk. Wir haben komplett andere und neue Möglichkeiten. Wir werden ganz viel ausprobieren und dann mal gucken, was sich durchsetzt. Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Danke. Danke Ihnen. Danke.